Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2. Schön, dass Sie dabei sind. Petra Manuela hier zu Gast bei Radio B2 Deutschland Schlagerradio gemeinsam mit Stefan Zauner. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer wen mitbringt. Ich freue mich aber sehr, dass ihr da seid, ihr zwei. Ihr habt ja euch gesucht und gefunden. Das war damals schon so, die Chemie stimmte, irgendwie hat das so wunderbar harmoniert. Jetzt arbeitet ihr zusammen, ihr lebt zusammen, ihr liebt zusammen, ihr habt die Freizeit zusammen, ihr geht ins Studio zusammen, beziehungsweise du kommst dann dazu. Das sind ja im Prinzip 24 Stunden rund um die Uhr, Betreuung sozusagen. Ja. Das endet ja bei vielen schon nach kurzer Zeit mit Mord, Totschlag, Gattenmord oder sowas. Weil was ist euer Geheimnis, dass ihr hier trotzdem reinkommt, als wenn ihr das erste Album habt und ganz jung verliebt seid? Wir werden das oft gefragt und so eine richtig totale gute Antwort ist mir noch nie eingefallen. Außer, dass es einfach, man muss auch ein bisschen Glück haben, glaube ich, um sowas zu erleben. Weil konzipieren kann man das nicht. Man kann nicht sagen, man hat das Geheimnis gefunden, schlechthin, um eine Beziehung mit Arbeit und Freizeit und sowas aufrechtzuerhalten. Das wäre zu einfach. Da muss man auch ein bisschen Glück haben. Das muss einfach die Chemie stimmen, wie du auch vorhin schon angedeutet hast. Aber das ist ja bei uns auch nicht immer 24 Stunden harmonisch. Ich meine, da wird man schon auch durch mal laut. Reibung entsteht Wärme. Das gehört ja mit dazu. Eben, genau. Aber seid ihr schon mal, frage ich euch jetzt mal, seid ihr schon mal verstritten eingeschlafen? Ja. Ja. Echt? Ja. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Er weiß dann meistens am nächsten Tag nicht mehr, warum wir nicht gemeinsam im Bett liegen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hält das auch immer nur eine halbe Nacht. Okay. Also das war nie länger wie eine halbe Nacht. Ja, und gut das, so. Das muss man aber auch manchmal auf seinem, man muss auch mal stur sein dürfen und dann muss eben eine halbe Nacht hinhalten. Ja, eine halbe Nacht ist akzeptiert, aber eine ganze Nacht durchweg verstritten sein, man weiß ja nie, was passiert im Leben. Ja. Ne? Ja. Und das geht ja alles so schnell. Und dann, genau. Es gibt ein Lied, das heißt, was immer du willst. Da geht es eigentlich um wortloses Verstehen, so, ne? Wenn ich das so... Sehr, sehr richtig. So. Funktioniert sowas? Also ist es tatsächlich so, dass du spürst, jetzt will er alleine sein? Oder? Es ist oft so, ist wie so Seelenverwandtschaft manchmal, weil ich denke was, er spricht es aus oder genauso ist es umgekehrt. Ja. Oder, gell? Wo ich was sage, du hast, wo du aber gesagt, die, du hast genau die Begabung noch einen Tick mehr wie ich. Ja. Dass du schon manchmal ins Hexerische irgendwo... Das wollen wir jetzt. Dass du was... Oh. Oh. Ja, nein, das in seid ihr mit dem Besen angereist? Du, ich habe daheim Voodoo-Puppen stehen. Ins positive Hexen meine ich. Hexen heißt ja nur übersinnliche Sachen empfangen können. Dass ich mich mal wirklich manchmal wundere, dass du Sachen empfängst, die ich noch nicht ausgesprochen habe. Andersrum, ich tue mich da ein bisschen härter. Ich bin mehr so ein Kopfmensch, aber du hast das. Das sind übrigens Sachen, die man eigentlich sonst bei alten Ehepaaren. Wie lange seid ihr zusammen? 15 Jahre. Naja, da seid ihr schon ein altes Ehepaar. Ja, da kann das auch so klappen. Wollen wir das Lied jetzt hören? Ist das okay für euch? Ja, sehr gerne. Machen wir das jetzt. Unsere Gäste Petra Manuela und Stefan Zauner. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Meine Gäste heute, ich mach's mal andersrum. Stefan Zauner. Genau. Das ist Gleichberechtigung, wollen wir ja. Eigentlich ist es ja wurscht, ne? Aber wie ist das, wenn ihr so mal auf die Bühne geht? Wie werdet ihr da angesagt? Wie wird das Kiwi machen? Ihr seid ja wieder im Sommergarten, im ZDF Sommergarten dabei, im Juni, glaube ich. Da sagt sie meistens Stefan Zauner und Petra Manuela. Mhm. Ja. Früher war es ja immer Featuring, aber das ist dann blöd gewesen irgendwie. Selbst die Kiwi hat uns gesagt, sag mal, wann hört ihr mal auf mit diesem Featuring? Ja, Featuring ist ein komisch, das ist so ein Modeausdruck mal gewesen eine ganze Zeit. Ich finde es gut. Ja. Man kann das auch in einem Schwung so sagen. Stefan Zauner, Petra Manuela. Genau. Petra Manuela, Stefan Zauner. Vier Worte. Benza manchmal, wisst ihr? Dave die Dosi, Biggie Miguel, Tinch war viel länger. Viel länger. Ihr zwei, mittendrin ist ein Lied, das mir aufgefallen ist, hat mir sehr gefallen. Du stehst mittendrin im Leben. 15 Jahre seid ihr zusammen. Ich merke das ja selber bei mir. Wir hatten kürzlich wieder Schauspielerin, musste ich schnell einen Nachruf machen, kurz vor der Sendung und so weiter und so weiter. Die Einschläge kommen dichter, sagt man so im Volksmund. Stimmt, ja. Negiert ihr diesen Sachverhalt, dass du wahrscheinlich länger leben wirst als Stefan? Oder sprecht ihr gar nicht drüber? Doch, er spricht schon mal. Aber ich will das eigentlich gar nicht wissen, weil das ist für mich jetzt schon schlimm, wenn ich das jetzt das ist mir schon klar durchspiele. Also
bisschen verdrängen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ich irgendwo, das heißt ja nicht nur, weil ich 20 Jahre jünger bin, mir kann ja auch mal schnell was passieren. Okay, darf ich eine persönliche Frage stellen? Ja. Habt ihr eine Patientenverfügung gemacht, gegenseitig? Nein, glaube ich noch nicht. Du hast irgendwie so ein... Ich habe mal, ich habe nur so ein bisschen ausgefüllt, dass man meine Organe weiter benutzen kann, wenn man den will. Das ist erstmal eine sehr gute Entscheidung. Daumen hoch, sage ich dafür. Das andere ist, glaube ich, auch wichtig. Es ist so, dass dieser Tod, ja, ich habe das ja auch immer negiert. Das war für mich nie ein Thema, bis ich selber ganz persönlich konfrontiert wurde und plötzlich daraus auch einen Gewinn gezogen habe für mein Leben. Das heißt, ich lebe viel intensiver, ich habe keine Angst mehr und ich rate auch Menschen, viel darüber zu sprechen, was ich früher selber nicht gemacht habe. Man ist immer klüger, wenn man ist. Denn wir sind mittendrin im Leben. Und das ist auf jeden Fall eine gesunde Sache, das nicht zu negieren, sondern zu akzeptieren und auch darüber zu sprechen. Genau. Ja. Mein Vater ist auch mit 52 gestorben. Ne? So, ne? Das ist nur sehr, sehr früh. Aber kürzlich auch wieder ein Radiokollege mit 65, ne? Oder auch in Berlin, der Jürgen Jürgens, freuen sich auf die Rente, werden 65, fallen um und sind tot. Ja. Und da muss man einfach drüber nachdenken. Ne? Ja, ja. Ich für mich sage immer, an der Stelle, und ich hoffe, dass, ich bin mir eigentlich sicher, dass du das Gleiche sagst. Wenn morgen Schluss wäre, habe ich bis hierher ein geiles Leben gehabt. So sollte man auf jeden Fall leben. Und wenn man das noch nicht diese ganze, die ganze Bandbreite erfasst hat, sollte man schnell möglichst irgendwie sich dazu bekennen zu diesem Satz. Das ist ein sehr guter Satz. Und ja, das nehmen wir uns auch immer auch vor. Leben, ne? Ja. Weißt du, was auf deinem Grabstein stehen soll? Hast du einen Wunsch? Ich weiß nicht. Auch mein Chef sagt bei mir immer, oh Fremde, eile fort von hier, sonst kommt er raus und quatscht mit dir. Aber das ist natürlich sehr lustig gemeint. Ich überlege mir was bis zum nächsten Mal. Da fällt oder mir bestimmt oder was ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Eine schöne Zeile. Oder ich bin noch immer, jetzt kriege ich eine Gänsehaut, mittendrin. Wollen wir das Lied jetzt hören? Alles klar, super. Machen wir. Das war eine glanzhafte Überleitung. Stefan Zauner, Petra Manuela. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio und meine Gäste Petra Manuela, Stefan Zauner. Jetzt mache ich es wieder mit Ladies First an dieser Stelle. Ihr zwei, auch dieses Artwork, wie man das heute so neudeutsch nennt, also diese ganze Gestaltung, das ist auf euer Mist gewachsen. Ja. Ja. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil das ist wirklich, also das, was wir hier machen, ist von der Pike auf. Alles euer. Von der ersten Idee bis zur letzten Umsetzung, bis zum Cover, bis zum Video, alles unseres. Und dabei möchte ich auch mal erwähnen, dass man ruhig auch mal das neue Video anschauen kann, das jetzt auf YouTube ist oder auf dem Facebook-Kanal. Ihr habt einen eigenen Kanal, ne? Ja. Genau. Und das ist so ein bisschen gemacht von der, so ein bisschen in die Anfänge der Pop-Art. Ja. So ein bisschen von den 60er, 70er hat es sehr viel. Und ich finde auch, dass das war durchaus eine Kunstart, die auch mal wieder ein Aufwärmen verdient, also ein Remake oder ein, ja. Im Prinzip grübel ich darüber nach. Du bist das, die das macht? Was diese denn? Gestaltung? Dieses also dieses Cover, muss ich sagen, das habe ich mir jetzt so verdanken. Ja, ja. Von der Single. Oder auch die Schrift oben, ja. Das und ich habe dann diese Idee von diesem Gemalten aufgegriffen und ins Video transportiert. Denn Achtung, Achtung, nicht sehr guter Übergang. Du hast mir irgendwann mal erzählt, ich möchte mal sitzen im Gartenstuhl mit einem Strohhut auf dem Schädel und malen. Richtig. Und du hättest angeblich schon eine Staffelei. Ja, ja, er malt auch schon die, jetzt. Die ist, ganz umgesetzt habe ich es noch nicht mit dem Strohhut, das fehlt noch. Aber ich male relativ viel wieder in letzter Zeit. Und das macht auch tierischen Spaß. Also das gibt eine innere Ruhe, die ich schon lange vermisst habe. Und ich denke mal, dass ich das auch weitermache. Ja, wie ist das? Ist das so ein Muss bei dir und wie bist du da? Das ist kein Muss. Ich bin eigentlich wieder durch Umwege dazu gekommen. Bei manchen ist es ja so, Gedichte oder Liedertexte kommen dann raus, weil man irgendwie einen Schmerz verarbeitet oder eine Freude oder was weiß ich. Wie ist das da bei dir? Wie kommen deine Ideen, wenn du malst? Ach ja, das ist das. Also angerichtet hat mich der Harald Faltermeier, weil mit dem habe ich mich getroffen zu seiner Buch. Erscheinung, da haben wir uns wieder mal unterhalten. Er hat wieder angefangen zu malen, malt so Geweihe und sowas. Da dachte ich mir, Mensch, guck mal, das ist toll. Jetzt malt der und ich habe das studiert und ich male nicht mehr. Eben. So geht es ja wohl gar nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich male jetzt auch wieder.
Und dann habe ich angefangen, so ein paar Sachen zu malen, so Stühle mit Tieren drauf und so verschiedenen Teppichmustern. Und irgendwie hat mir das wieder richtig Spaß gemacht. Und das Malen selber vermittelt eine unglaubliche Ruhe. Ja. Und da kommt man wieder auf ganz andere Gedanken. Und man ist wieder mit sich selber beschäftigt und mit den Farben und sowas. Was ganz anderes wie Musik machen, obwohl es auch was Kreatives ist. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und jetzt habe ich dann auch ein Bild gemalt, was für eine... Den Firmennamen darf ich La jetzt, glaube ich, gar nicht. Jetzt ist raus. Zu spät. Was dann auch auf die Etiketten kommt, das wird eine große Sache. Okay, das ist ja und toll. Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe das jetzt noch nicht im Hinterkopf. Das ist eine gute Idee. Dass, ja. Also es gab es ja mal in meiner Jugendzeit noch, hatten wir so Poster, so von Bands auch, die das so gestaltet haben. Aber das war lange, ich habe das hier eigentlich erst wieder gesehen, diese ganze Art. Achso, ich wusste gar nicht. Das wäre schon eine Idee, dass so... Da kannst du ja alles verschönern eigentlich. Ich habe bis jetzt noch nicht vor, damit Menschen. Geld zu verdienen oder was, aber es macht einfach Spaß, mal seine Kreativität in einer anderen Weise auszuleben. Nicht schlecht. Ja, genau. Bisschen, ne? Ja, super. Bisschen Geld. Damit du bei den teuren Firmen auch einkaufen kannst, die du hier verschweigen musst. Es gibt ein Lied von euch, das heißt Die Erde lacht und singt. Das macht sie im Moment nicht, die Erde. Hast du manchmal ein bisschen Schiss? Oder anders gefragt, mein Freund Ecke Göbelt hat immer gesagt, der war 45er-Jahrgang, also sehr viel älter. Trotzdem hat der immer gesagt, ich bin die Generation, die nie einen Krieg erlebt hat. Das ist so toll. Und jetzt weiß man gar nicht mehr, ob das so bleibt. Das stimmt, ja. Obwohl ich nochmal ganz kurz zurückgehen muss in Bezug auf das Lied. Die Erde singt und lass ist in dem Fall natürlich sarkastisch gemeint. Das weiß ich natürlich. Nur um das Publikum, die das vielleicht nicht wissen, das ist mir zu sagen, schon, ja. Genau, wir werden das Lied ja hören. Ach so, dann wissen sie jetzt, es ja. Wir wollen sie ja jetzt sensibilisieren dafür. Ja, okay. Ich will damit sagen, guckst du Nachrichten, beschäftigst du dich damit und macht dich das manchmal verrückt, wenn du siehst, dass ganz weit weg in Sri Lanka plötzlich hunderte Menschen in die Luft gesprengt werden? Das macht mich total verrückt und vor allem macht mich noch viel mehr verrückt die meistens sehr dummen Hintergründe dieser Gewalttaten, die meistens irgendwelche religiösen Hintergründe haben, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, egal in welcher Religion sie stattfinden. Und das setzt so viel Naivität voraus und daraus Gewalt zu entwickeln, finde ich eigentlich die schlimmste Art von Gewalt. Die hat also gar keine... Keine Berechtigung. Keine Berechtigung, keinerlei. So obwohl Gewalt nie eine Berechtigung hat, aber da noch am allerwenigsten. Ja. Wir werden es nicht mehr erleben, wir beide sicherlich, aber wollen wir hoffen, dass vielleicht zum Beispiel, und über den reden wir gleich, Manus das irgendwann mal noch erlebt, dass die Erde wirklich singt und tanzt und sich nicht mehr gegenseitig umbringt. Jetzt hören wir erstmal das Lied, okay? Okay, super. Gut, Sie bleiben zu Hause bei uns. Nachdenkliche, bisschen sarkastische Klänge von Stefan Zauner und Petra Manuela. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. So, jetzt können wir noch mal eine kleine Runde miteinander reden und werden auch noch ein Lied hören, ein ganz besonderes. Das singt ihr nicht alleine? Nein. Ja? Who the fuck is? Nee, wer ist Manus? Das ist mein Sohn. Ach, das ist dein Sohn? Das ist mein Sohn, genau. Ah, okay. Ja. Wie jung ist er? Der ist jetzt 21. 21. Mhm. Und unheimlich talentiert. Ja, also er hat auch schon, wo er 12 war, schon ein paar Sachen gesungen, ist auch schon mal im Video mit. Der war noch vorm Stimmbruch, ja. Wenn jemand das interessiert, es gibt ein Lied, da ist er 12 Jahre alt, das ist auch im Internet, in YouTube kann man das anschauen. Wie heißt denn das nochmal? Ja. Das heißt, um Gottes Willen, das ist jetzt sehr, sehr peinlich. Das ist jetzt du hast sehr, es sehr angeschnitten, peinlich. Also du musst es jetzt wissen. Okay, also das ist nicht in eurem Kanal, sondern ganz allgemein. Ja, genau. Das war okay, aber er kann, also er hat schon immer die Ambitionen gehabt? Ja, von klein auf schon. Und also jetzt? Schon, wo er 4 war, da hat er dann irgendwie zu Weihnachten, wollte er immer schon so eine Box und Bühne aufgebaut und dann hat er da durch den Monsun gesungen. Okay, und jetzt, das ist die erste Produktion, ne? Das ist die erste Produktion, ja. Also zumindest die erste Produktion, die wir wirklich fertig produziert haben. Auch mit dem Video dazu und so. 1000 Farben. Das ist auch in unserem Kanal drin, ja. Genau. Gibt es das als Solo-Version und mit euch? Oder? Genau. Aha. Ja. Hier drauf ist natürlich die mit euch, die werden wir jetzt auch hören. Aber man kann auch googeln, da findet man Manus auch alleine. Genau. Schöner Name übrigens. Ja. Spannender Name. Wenn man da auch googelt, das wird auch sehr spannend, was man da alles rauskriegt. Ich würde von euch gerne noch eins wissen, deine Stimme, das interessiert mich nochmal. Ja. Du hast irgendwann mal, wie nebenher,
fallen lassen, dass du auf Ingwertee schwörst. Ach, stimmt das? Das tue ich nach wie vor, ja, obwohl ich es noch nicht konsequent genug mache. Aha. Oder trinke. Was ist das Geheimnis deiner Stimme? Du hast eine ganz besondere... Also meine Stimme hat mit Ingwertee mit Sicherheit nichts zu tun. Das glaube ich nicht. Also Frank Zander mit seiner rauen Stimme sagt immer Whisky, Weiber, Cha-Cha-Cha. Das ist bei dir auch nicht der Fall. Was ist das Geheimnis deiner ganz besonderen... Wieso bist du dir da so sicher? Nee, das ist da gibt es kein Geheimnis. Wenn es ein Geheimnis wäre, würde ich es auch jetzt nicht verraten, davon abgesehen. Ja. Aber es gibt tatsächlich keins, die ist mir angeboren. So. Kannst du schimpfen, brüllen, wütend sein, laut werden? Ja, kann ich, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Echt? Kann ich schon. Ja, geht. Okay. Aber das wollen wir jetzt nicht ausprobieren. Aber ich kann mir einfach nicht, wenn ich dich reden höre, das war schon von den ersten Interviews an, schon da, als du noch ganz alleine da warst, habe ich immer gedacht, Mensch. Tu ihm nicht weh. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Stimme, wenn ich rede, eine völlig andere ist, wie wenn ich singe. Nee. Deine Stimme ist auch so, die ist so individuell, also ich würde dich bei der Polizei sofort identifizieren können. Gut, letzte Frage an euch beide. Ihr habt euch gefunden vor 15 Jahren, geht diesen Weg jetzt gemeinsam und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr den wirklich weitergehen werdet zusammen, was mich sehr, sehr freut. Glaubt ihr an Bestimmung? Glaubt ihr, ihr habt ja alle schon auch ein Leben vorher gehabt. Mhm. Glaubt und diese Harmonie, die ihr jetzt ausstrahlt, die habt ihr wahrscheinlich vorher nicht so gehabt, sonst hätte das ja funktioniert. Also ich nicht. Ich habe keine so eine Harmonie gehabt vorher. Ich weiß also nicht, ob du an Bestimmung glaubst. Glaubst du an Bestimmung? Ja, aber ob vorher so eine Harmonie, also glaubst an Beziehungen, also war schon anders wie mit dir. Also da ist schon mehr. Also das ist jetzt nicht so... Also ich glaube auf jeden Fall an Bestimmung. Vielleicht nicht in diesem romantischen Sinne, sondern ich glaube einfach, dass alles, was passiert... etwas hatte, woraus es hervorgegangen ist. Also jede Aktion hat eine Reaktion und aus dem entwickelt sich einfach auch automatisch eine Zukunft. Glaubst du und an ein Karma-Konto? Dazu müsste ich jetzt mich genau damit befasst haben, was das jetzt genau ihr ist. Ihr habt ja zum Beispiel auch mal die Single mit dem Licht, als ihr für die Kinder was gemacht habt und so weiter und so weiter. Man zahlt ja ein bisschen was ein, man holt ein bisschen was runter, man baut auch mal Mist im Leben. Ach so, das meinst du damit. Glaubst du damit, dass habt ihr ein gutes Karma-Konto? Denkst du, ist es alles gut, wenn ihr mal abrechnen müsst? Ich denke schon. Ja. Also ich meine, das kann in jedem Fall besser sein, wenn man jetzt mal, ich meine, man hätte mehr einzahlen können, wenn man jetzt vom Konto spricht, im Lauf seines Lebens. Man kann es natürlich erst ab da machen, wo man sich dessen bewusst ist. Oder? So ist es, ja. Genau. Und da würde ich sagen, ab da, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch so leben und haben wir auch so gelebt, dass wir eigentlich schon was auf dem Konto haben. Gut so. Und außerdem hast du der Welt wunderbare Lieder geschenkt bisher, du machst das weiter und das gibt dann richtig Zinsen auf diesem Karma-Konto. Das freut mich. Wenn schon nicht auf der Bank, dann da. Es ist auch viel wichtiger. Geld gibt man raus. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Wir hören euch jetzt nochmal singen für dieses Album. Und ich hoffe, dass es klappt. Dann auch wieder Rotation. Das ist immer ganz wichtig bei den Sendern, dass es richtig dudelt. Ich gucke euch an bei Kiwi. Ja. Wink euch wir zu. Wir winken raus. Genau. Wink euch zu und wünsche euch von Herzen alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich danke für das tolle Gespräch. Und mich hat vor allem sehr gefreut, dass du dich sehr intensiv damit befasst hast. Ja. Und dass das, was uns sehr selten immer wieder passiert. Ja, aber das ist ja, jeder muss ja seinen Job so gut machen, wie er kann. Stefan Zauner macht ihn sehr gut. Stefan Zauner, Petra Manuela, unsere Gäste hier bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio.